Haben wir jetzt den Dienstag, den 30. Oktober. Morgen ist der 31. Oktober. Um 6.30 Uhr komme ich in den OP-Raum und bekomme meinen Oberkiefer operiert. Das ist jetzt mein erstes Video von zu Hause aus. Nach der Gaumennahterweiterung der ersten von zwei OPs, um eben meinen Kiefer zu richten. Fast genau einen Monat nach OP und kann sagen, die Schwellung ist fast weg. Ich habe noch Betäubung in der oberen Lippe auf jeden Fall vorhanden. Linken Seite sehr extrem, rechte Seite fast gar nicht mehr. Ich bekomme am 13.12. meine Zahnspange rein. Für die, wie ihr unschwer erkennen könnt, Zahnlücke hier vorne nach der Gaumennahterweiterung. Sprich, Oktober 2018 wurde ich operiert und wir haben heute den 31.01.2019. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich eine extrem große Zahnlücke immer noch davongetragen. Mir wurde jetzt schon die erste Zahnspange wurde mir, glaube ich, vor knapp einem Monat oder anderthalb Monaten irgendwie eingesetzt. Irgendwie so war das. Und ich habe jetzt sogar noch einen stärkeren Draht bekommen vor knapp einer Woche. Aber aus irgendeinem Grund spüre ich nichts und habe immer noch eine nahezu unveränderte große Zahnlücke. Double Jaw Surgery, wie man es auch immer nennen möchte. Ich habe eine Ober- und Unterkieferoperation. Manche nennen es auch Bimax-OP. Und diese habe ich am 13.06., sprich in genau 2 Wochen. Jo, Freunde, ich melde mich nochmal ganz kurz, bevor das Video losgeht. Wir haben heute den 16.06., sprich vor 3 Tagen wurde ich operiert. Ich wollte euch noch einmal ganz viel Spaß bei dem Video wünschen. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, diese OP für mich. Ich warte auf diese OP, seitdem ich denken kann. Ich zeige euch jetzt mal, wie mein Kiefer vorher aussah und wie ich die nächsten Tage nach der OP jetzt heute mit einbezogen überlebt habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den nächsten Wochen und mit diesem Video, Freunde. Bin jetzt schon zu Hause, wie man sehen kann, sehe ich wunderschön aus wie immer. Und der Zugang war auch sehr angenehm. Dadurch, dass mein Oberkiefer ziemlich dünn war, musste der halt ziemlich breit gemacht werden. Wie ihr sehen könnt, aktuell sieht mein Biss von Oberkiefer und Unterkiefer so aus. Ein Jahr nach der OP, also 12 Monate sind vergangen und die Lücke, wie ihr sehen könnt, ist mittlerweile fast geschlossen, aber ich denke mal, in den nächsten 2 bis 3 Monaten ist sie zu. Aktuell ist sie eben noch ein bisschen da und auf jeden Fall erkennbar im Alltag. Also man erkennt, dass ich eine Zahnlücke habe. Aber es ist eben eine normale Zahnlücke. Es ist nicht mehr diese extreme Zahnlücke, die ich vor einem Jahr hatte. Ich blende mal ganz kurz hier oben ein Foto ein. Also wenn man meine Bilder von früher kennt, ich habe wirklich eine extrem schmale Nase gehabt. Wirklich so dünn ungefähr war die Nase vorher. Ich bin damit auch sehr zufrieden, dass die Nase endlich mal ein bisschen breiter geworden ist und ich da so ein bisschen besser Luft bekomme. Also das hat mir wirklich ein bisschen geholfen, weil ich auch sehr viel Sport mache. Es ist für mich angenehm, durch die Nase zu atmen und nicht mehr. Ich habe früher wirklich den ganzen Tag durch den Mund geatmet. Und ich fahre jetzt zum Kieferorthopäden und hoffe, dass diese untere Zahnspange hier endlich entfernt wird, Freunde. Also, ich mache mich auf den Weg und hoffentlich könnt ihr mich in ein paar Stunden ohne untere Zahnspange sehen. Also,
Bis gleich, ne? So, Freunde, ich bin jetzt gerade raus aus dem Kieferorthopäden und kann euch auf jeden Fall sagen, das Ergebnis vom Unterkiefer extrem gut geworden ist. Also ich war gerade wirklich extrem überrascht, wie gut sich meine Zähne auch anfühlen und wie gut das Ganze eigentlich aussieht, dass mein Unterkiefer wirklich so die Zähne zumindest so breit und gut sind quasi. Also die sehen zumindest gut aus. Klar sind die ja ziemlich gelb, weil durch die ganzen Zahnspangen und die ganzen Operationen sind die ja ziemlich mitgenommen. Aber ansonsten sehen die echt gut aus. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze so aussieht vom Nahem. Also ihr sehen könnt, habe ich jetzt echt eine gute Unterkieferpartie. Oh Mann, Alter. Unbelievable. Also Freunde, heute, ich kann es selber nicht glauben, Freunde, aber heute ist tatsächlich der Tag, an dem die letzte Sache von meiner Kiefer-OP noch auf mich wartet. Und zwar kommt heute die obere Zahnspange raus. Und ich darf heute erfahren, wie meine Zähne, also mein Oberkiefer, aussieht ohne obere Zahnspange. Und ich bin darauf extrem gespannt. Freunde, ich habe jetzt die letzten 2 bis 3 Jahre wirklich die ganze Zeit Probleme mit meinem Kiefer, mit meinem Mund, mit meinen Zähnen, mit allem gehabt. Und jetzt vor einer Stunde, 1,5 Stunden ist meine Zahnspange endlich abgekommen, also meine letzte obere Zahnspange. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr, dass das Ergebnis wirklich gut geworden ist. Also ich hätte niemals gedacht, dass meine Zähne so gut aussehen können. Also ich habe damit mit so einem Ergebnis wirklich nicht rechnen können. Ich zeige es euch mal, wie das Ganze aussieht jetzt, nachdem wir 2 Jahre lang die schlimmsten Operationen und generell schlimme Phasen durchgemacht haben. Schaut euch mal an, Freunde. Also, wie ihr sehen könnt, ich muss euch mal eine Sache zeigen. Und zwar habe ich ein Loch, glaube ich, sogar bekommen. Also an alle, die nicht so häufig Zähne putzen, immer schön 2 bis 3 Mal am Tag Zähne putzen, Freunde. Weil, ich glaube, wenn man es sehen kann hier auf Kamera, habe ich hier oben, das sieht man, glaube ich, eventuell ein Loch, ich weiß nicht genau. Am Montag habe ich einen Termin zur Prophylaxis und dann können wir sehen, ob da ein Loch drin ist oder nicht. Also, haut rein, bis zum nächsten Video. Samuel Lift ist out of lifting und jetzt mal mit Zähnen, ohne Zahnspange, ist out of lifting, Freunde, ciao. Also, nicht wirklich perfekt.